Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und heute geht es um meine neue Lieblingswaffe, die seht ihr hier schon. Das ist ein riesengroßes Schwert und zwar das Schwert von dem hier, von Blade, in diesem Riesenhund. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, hier und da im Spiel. Und ganz am Ende der Rani-Quest kann man dieses Schwert nämlich von Blade bekommen, indem man ihn besiegt. Und das Schwert ist richtig stark und richtig nice. Ich liebe es, absolut. Aktuell mein Lieblingsschwert und es wurde sich gewünscht, dass ich mal Waffen vorstelle mit nicht so einer hohen Stufe. Ihr seht, hier bin ich gerade mal Level 96, 26 Stärke, 18 Geschick und 22 Weisheit. Das sind die Mindestvoraussetzungen für dieses Schwert. Und ich habe auch nichts, was wirklich die Schwert stärker macht, außer Scherbe des Kriegergefäßes. Also schadenmäßig geht da noch einiges, aber auch jetzt haut der Schaden richtig rein. Schaut euch das mal an. 1300, 2400. Und die Attacke, nochmal kurz, die Attacke, diese erste hier, wenn er so hoch springt, die kann nicht unterbrochen werden. Die kann nicht unterbrochen werden. Das heißt, da kann der größte Stein auf euch zurollen. Wenn ihr einmal L2 drückt, die Attacke geht immer durch und ist immer so eine Zweier-Kombo. Und die kostet so wenig FP, 20 FP kosten nur. Ultra stark, ich liebe es. Ich zeige euch jetzt nochmal die Stärke vom Schwert an einem anderen Gegner. Ihr seht, ich bin noch gar nicht so weit auf diesem Account, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Habe ich vielleicht den Untergrund? Ah, guck mal, den Untergrund habe ich, da kennt ihr das ja. Diesen zweiten, mein Zweitlieblingsgegner, um Waffen zu demonstrieren. Diesen dicken Fettklops. Den einmal angreifen, da seht ihr auch nochmal, wie geil der Schaden ist. Ich habe auch keine Flamme, gibt mir Kraft oder so drauf, weil ich einfach viel zu wenig Glaube habe. Obwohl mit 10 Glaube. Egal, wir machen ohne Flamme, gib mir Kraft. Auf den Fettklops hier. Zack. Und habt ihr gesehen, habe ich angegriffen und er wird weggeschleudert. Ihr könnt nicht aufgehalten werden. Also ihr seid im Prinzip unbesiegbar. Es macht so Spaß. Ich liebe das so sehr. Ah, es ist einfach geil. Was habe ich denn in der Arznei? Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen mehr Stärke raus. Ihr könnt das spammen. Die haben keine Chance. Oh, da war auch ein Eis. Der Frostschaden kommt natürlich auch durch. Habe ich ja ganz vergessen. Ich liebe das Schwert. Ich liebe das Schwert. Ich zeige euch jetzt mal gerade die Stats. Ich habe es natürlich schon auf plus 10. Hat C Stärke, D Geschicklichkeit und C auf Weisheit. Die Scalings sind also gar nicht so krass. Aber weil das halt drei Scalings sind, könnt ihr das richtig krass hochboosten. Also ich habe jetzt hier ein. Müssen wir überlegen, mit Mindestrequirements habe ich einen Schaden von 824. Das könnt ihr safe hochboosten auf locker über 1000. Ihr habt den Frostschaden, was mega nice ist. Und es sieht einfach auch schweinegeil aus. Movement ist halt ein ganz normales Ultra-Großschwert. Nicht so spannend. Der stärke Angriff, auch der Sporangriff, alles nicht so spannend. Aber diese Weapon Art, bam. Auch noch AOE-Damage, das heißt, wenn ihr viele Gegner habt, dann werden die alle getroffen. Er kann nichts machen, er kann nichts machen. So nice. Lasst gerne bei den Kommentaren wissen, wie ihr die Waffe findet. Und gerne ein Like auf das Video lassen. Ich werde diese Waffe auf jeden Fall in meinen Runs jetzt öfter benutzen oder in meinem Casual Playthrough. Ich hole mir die Waffe auch in unserem Community Run. Habe ich richtig Bock drauf. Apropos Community Run, der findet ja morgen wieder statt. Ja, morgen. Morgen am Sonntag. Ich bin gerade selber in einer Zeitblase, wo ich das Video aufnehme. Wenn ihr dabei sein wollt, gerne mal auf Twitch abchecken und dort ein Follow dalassen. Und am Sonntag um 12 Uhr, wie gesagt, gibt es den Community Run. Könnt ihr gerne daran teilnehmen. Ich spiele auf der PlayStation. Also wenn ihr selber auf der PlayStation spielt, könnt ihr sehr gerne mal mitmachen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.